Hallo und herzlich willkommen mit meinen abgeknibbelten Händen und Fingernägeln und was auch immer. Aber vor allen Dingen mit meinem Chaos in der Küche, in meinem Haushalt und überall. So, links von mir habt ihr ganz kurz die Kamerafrau gesehen. Vorne hier seht ihr einen Haufen Kisten, noch eine Tüte voller Rosenkohl habe ich zwar auch gekauft, aber ja, das Endergebnis von 2 Tagen harter Arbeit sozusagen, Blumenkohl war das, genau. Ihr Lieben, nach dem letzten Video hatten wir ja, oder ich hatte ja meine Bedenken bezüglich eines eventuellen Blackouts geäußert und habe ja, eigentlich gute Resonanz von euch erhalten. Das heißt, das Thema interessiert euch bzw. geht halt eben auch nicht spurlos an euch vorbei. Ich möchte aber gleich davon vorab schon mal sagen, also ich glaube jetzt nicht wirklich, dass was kommt oder das Licht ausgeht. Aber als ich dann darüber nachgedacht habe, Mensch, aber was ist denn, wenn wirklich... Und ich habe erst vor kurzem einen Stromausfall hier gehabt im Haus und der hat mehrere Stunden angehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also man hat es schon deutlich gespürt. Manchmal finde ich aber, ist es oft so im Leben, dass auch wie Corona oder Naturkatastrophen, wie damals unser wahnsinniger Sturm, der damals hier geherrscht hatte. An solche Sachen denkt man ja nicht, wenn jeden Tag alles gut läuft. Ja, Hallöchen erst nochmal, es ist früh. Ich habe kleine Äuglein, wenig geschlafen und ungeschminkt bin ich auch noch. Aber so bin ich und ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ich denke, es gibt genug Kanäle, die das Perfekte zeigen, das Wunderbare, wie toll und alles ist, aber... Es ist nicht immer alles so toll und so wunderbar und geschminkt und klappt alles und so weiter. Ihr wisst, ich gehöre ja da eher zu der anderen Kategorie. Ich würde mal sagen, völlig normal und das zeige ich euch auch hier gerne. Warum ich euch jetzt hier mitnehme, möchte ich euch jetzt sozusagen ja, Angst verbreiten. Habt ihr Vorräte angelegt oder nicht? Nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. Also ich gehe immer noch nicht davon aus, dass, ja, dass es diesen Blackout, über den jetzt jeder redet, gibt. Allerdings hat mich das letzte Video ja wirklich so, also ich habe eigentlich nur von euch allen erfahren, ihr habt alle schon Vorräte angelegt und ich eben nicht. Also ich habe zwar schon meine kleinen Vorräte, das wisst ihr ja auch, das hatten wir ja letztens erst gesehen, wo ich meine Tiefkühltruhe sauber gemacht habe. Die ist ja eigentlich auch gut bestückt und voll. Allerdings, wenn natürlich der Strom ausfällt, kann ich nicht alles sofort essen und die Kinder dann natürlich auch nicht. Also habe ich mir da meine Gedanken gemacht und habe mir so überlegt, was würde ich denn als Vorrat machen? Und das werde ich jetzt durchziehen und nehme euch jetzt hier mit. Wie ihr ja wisst, ich habe schon einige Sachen eingekocht gehabt, allerdings nicht so, dass ich jetzt sage, ich könnte jetzt 2-3 Wochen davon leben. Und das wird jetzt hier mein Ziel sein, was ich versuche jetzt aufzubauen und das mache ich jetzt mit euch. So, zunächst einmal habe ich hier alles mal gezeigt, also dass ich jetzt die Sachen eingekocht schon hatte und jetzt muss ich natürlich erstmal klar Schiff machen in meiner Küche, weil auf diesen Ablageflächen war natürlich jetzt alles voll. Es musste ja dann über Nacht alles schön abkühlen und damit ich das eben beschriften konnte und nach unten in den Keller verfrachten kann. Wenn ihr jetzt diese Pfanne seht, ich habe da einen Mega-Tipp für euch. Ich habe nämlich ein... Aufstrich gemacht aus Gemüse, also sehr viel Gemüse, und zwar bestehend aus Auberginen, Paprika, Zwiebeln und was noch? Das war's, glaube ich. Salz, ja, sowieso. Aber wenn ihr mal im Winter so Lust auf gegrillte Sachen oder gegrilltes Gemüse habt zum Beispiel, habe ich da einen super Tipp von meinem Papa, den ich wirklich beherzige und der funktioniert immer.
Ihr nehmt einfach eine Pfanne her, setzt ein bisschen Salz auf die Pfanne und stecht da zum Beispiel eure Aubergine ein, falls ihr die wie gegrillt haben wollt, weil im Backofen wird sie zwar weich, sie kocht sozusagen, aber sie brät nicht an. Und ich brate die direkt in der Pfanne auf dem Salz an. Versteht ihr, wie ich meine? Und sobald die Aubergine dann zum Beispiel ihr ein bisschen Wasser verliert, dann wird es aufgesogen durch dieses Salz und da entsteht derselbe Geschmack wie auf dem Grill. So, wie ihr seht, ich habe, auch das sind so Sachen, die zeigt kaum jemand, wenn etwas schief läuft. Bei mir ist natürlich wieder was schief gelaufen, ihr kennt mich mittlerweile. Und irgendein Glas, das eine da vorne rechts, ist nicht gut zugewiesen, beziehungsweise, ja, es ging wieder auf, also es ist nicht sicher gewesen. Also musste das da bleiben und ich habe wirklich die Aufgabe gehabt, jetzt das Ganze, was ich drinnen hatte, in dem großen Einkochtopf nochmal abzuspülen mit Spülwasser. Und das war echt Arbeit. Aber es hat sich definitiv gelohnt, sage ich euch ganz ehrlich. Und allein die letzten Tage habe ich da jetzt echt wirklich viel darüber nachgedacht. Ich bin ja nicht hier in Deutschland bei euch groß geworden, sondern in Rumänien. Und ich kann mich sehr glücklich schätzen, dass ich auf einem Bauernhof groß geworden bin. Und mir sind solche Sachen überhaupt nicht fremd. Also mir ist weder das Schlachten fremd, noch das Einlegen, noch das Einkochen, noch ich habe das alles noch mitbekommen. Und da kamen jetzt so richtige Erinnerungen hoch, wie hat denn das meine Oma gemacht? Leider habe ich diese Oma nicht mehr und ich kann sie auch leider nicht mehr fragen. Würde ich wirklich gerne haben und gerne mal wieder mit ihr quatschen und ihre ganzen uralten Rezepte wieder herholen. Die haben Eier monatelang haltbar gemacht, ohne Strom und so weiter. Und in unserer Gesellschaft, wo jetzt sowieso alles so schnelllebig ist und alles muss flott gemacht werden, wir haben kaum noch Zeit alle füreinander. Wir laufen ständig dem Geld hinterher, damit wir Geld verdienen und uns irgendwas kaufen und ich weiß nicht was. Und schlussendlich vergessen wir die wichtigsten Sachen. Dann war ich ja auf alle Fälle einkaufen und das wollte ich euch unbedingt sagen. Mir ist aufgefallen, die Läden sind wieder alle voll gehamstert. Also ich weiß ja nicht, was die Leute kaufen. Warum kaufen sie solche Sachen? Ich muss kurz unterbrechen. Ich musste natürlich testen, wie das schmeckt. Es sieht nicht wirklich wunderschön aus, das sage ich euch. Aber wer das probiert, das schmeckt göttlich, wirklich göttlich. Ich muss nur ganz kurz einen Schluck trinken, weil das Video wird lang und ich muss ein Voice-Over machen. Moment. Auf alle Fälle. Wir waren ja da stehen geblieben, dass ich euch erzählt habe. Da freut sie sich. Oh Gott, ja. Im Übrigen kann ich jetzt schon mal spoilern, dass ich das Glas bis zum Ende erledigt habe. Bis ich fertig war am Abend, war das Glas leer. Und da war ich so begeistert davon, dass es echt so lecker geworden ist. Habe ich selbst mit mir alleine geredet und tanzen können vor Freude. Und so geht es halt auch wirklich nur jemandem, der etwas selbst gemacht hat und ja, man die Arbeit dann schätzen kann, wie viele Stunden man da gestanden hat und sich Mühe gegeben hat. Nochmal zurück zum Thema, was kaufen die Leute ein? Also ich weiß nicht, ob jemand nachgedacht hat darüber, was er gerne zu Hause haben möchte, weil auch damals mit dem Klopapier, ne? Ihr wisst es ja alle, das Klopapier wurde gehortet ohne Ende, aber ich weiß bis heute den Sinn und Zweck nicht. Psychologisch kenne ich ihn mittlerweile, hat ja auch eine Psychologin damals das erklärt, warum das so war. Aber vom Essen her, ja, wenn man doch Essen auf Vorrat haben möchte, dann holt man sich doch nicht diese Instant-Nudelsuppen, die gar keinen Wert für den Körper haben. Versteht ihr, was ich meine? Also ganz, ganz viele habe ich gesehen, die haben Sachen eingekauft, die ja selbst bei einem Stromausfall auf mehrere Tage oder so, ja, die machen dich wieder satt.
sie geben deinem Körper weder Vitamine noch Mineralstoffe noch sonst was. Also, ich habe da schon so weit gedacht, dass ich jetzt da irgendwelche Sachen einkoche. Ich habe im Übrigen hier diese vegetarische, das kann man vielfältig verwenden. Meistens schmiert man das einfach aufs Brot. Du kannst es aber natürlich auch mit Nudeln essen, so eine Art Pesto. Aber wie gesagt, also das ist einfach ganz was anderes wie so fertige Instant-Suppen oder sowas. Das nährt dich doch nicht. Damit wirst du doch auch gar nicht satt. Also, ich weiß nicht, ob die Menschen Angst haben und das dann einfach so deswegen kaufen oder, weiß ich nicht, haben viele auch verlernt zu kochen. Das fällt mir auch sehr oft auf, dass ich, eigentlich noch junge Menschen, wir sind ja noch alle jung, aber wir müssen doch alle daheim kochen, oder nicht? Oh, ich weiß nicht, ich habe mir jetzt echt viele Gedanken gemacht. Ich möchte keine Angst verbreiten, um Gottes Willen, wirklich nicht. Ich möchte auch mir selbst nicht diesen Druck machen, weil das ja auch nicht gut für mich ist. Und als ich dann soweit war beim Einkaufen, ich habe, falls ihr das noch nicht wisst, jedes Jahr eigentlich von meinem Papa aus Ungarn immer Gurken bekommen und Zwiebeln und ganz, ganz frische Sachen. Und die haben wir dann immer meistens sozusagen auch zusammen eingelegt. Leider ist mein Papa gesundheitlich nicht mehr in der Lage, solche Fahrten zu machen. Und ich habe dieses Jahr wieder keine Gürkchen, die ich einlegen konnte. Und habe aber gesagt, komm, du machst jetzt das Sauerkraut wieder selbst. Das erste Mal habe ich es auch versucht. Ging natürlich schief. Ich habe dieses ist jetzt mein zweiter Versuch. Ihr seid also live dabei, um zu schauen, ob das was wird oder nicht. Theorie ist das eine, aber die Praxis ist das andere. Das hier ist so ein Gärtopf. Kennt ihr das? Vielleicht auch Rumtopf eher. Also ich habe da ganz normales weißes Kraut gehobelt, 3 Stück. Fein gehobelt. Dann habe ich Salz pro Kilogramm Kraut habe ich 20 Gramm Salz verwendet. Das kommt dann einfach drauf und das wird dann ganz, ganz fest mit dem Teil da so fest einfach gemacht, damit die ganze Luft draußen ist und es nicht das Schimmeln anfangen kann. Und da macht man so lange da das fest, bis dann der Saft von dem Kraut schon oben drüber ist und dann kommen so Beschwerungssteine, nennen sich die, damit das alles schön unten bleibt und nicht verfaulen kann. Dann setzt man den Deckel drauf und in dieser Rille, wo dann der Deckel drauf kommt, tut man Wasser hinein. Seht ihr das? Genau. Und dadurch, dass das Wasser dann in dieser Rille ist, kann zwar Luft nach außen hin, aber keine nach innen. Und das war wohl beim letzten Mal mein Fehler und ich versuche es jetzt dieses Mal wirklich 6 Wochen lang nicht anzufassen und wirklich nur darauf zu achten, dass diese Rille voll mit Wasser ist. Genau, das ist genau das, was ich euch jetzt vorhin gesagt hatte. Da verdunstet das Wasser natürlich dann auch und deswegen ist es halt wichtig, das gut im Auge zu behalten. Und deswegen haben wir das dann auch gleich an mein Waschbecken hingetan. Ja, was hatte ich dann noch? Mein Mann kam dann und hatte mir eine Box hineingebracht. Ich hatte ja noch Zwetschgen gefunden, Gott sei Dank. Und die habe ich mir dann auch noch flott einlegen wollen. Aber bevor wir das tun, seht ihr jetzt, was ich mit dem Blumenkohl mache. Und zwar habe ich 3 Stück gekauft und auch die haben wir mit meinem Papa immer eingelegt in Salzlake. Ihr kennt es unter dem Stichwort fermentieren. Sprich, das wird hier fermentiertes Gemüse, was grundsätzlich auch in meiner Kindheit immer zur kalten Jahreszeit war. Es gab es immer und es ist wirklich sowas von lecker. Ich mag selbst kein Blumenkohl außer frisch. Also so gekocht oder wie viele auch mit Butter und so das essen, da schmeckt er mir gar nicht. Oder als Suppe auch null. Aber gekocht und eingelegt, oh, göttlich.
Meine Tochter liebt das auch im Übrigen. Und da hatten wir das dann auch immer mit Mini-Gürkchen gemacht und auch mit ganzen Sauerkrautköpfen für die Weihnachtszeit. Und auch da einfach nur das Gemüse sauber machen, kleiner machen. Ich habe leider keinen großen Fermentiertopf gehabt für dieses Blumenkohl und habe dann einfach meine leeren Gläser, die ich jetzt noch von Marmeladen und so weiter, die ich ja eh unten hatte, dann habe ich halt die voll gemacht. Zwischendrin, wie immer, ich glaube, ich habe in keinem Video so viel genascht wie in diesen Videos, die jetzt hier zusammengeschnitten worden sind. Interessant zu sehen. Es war aber alles gesundes Zeug, ne? Keine Schokolade dazwischen. Zumindest habe ich da nicht mitgefilmt. Ja, da habe ich noch ein paar Gürkchen. Gürkchen sage ich schon, das sind Karotten, heiliger. Karotten auch klein geschnippelt und auch da reingetan. Zum Fermentieren sozusagen. Falls ihr noch keine Ahnung habt davon, solltet ihr das wirklich unbedingt machen. Bester Vitamin C-Lieferant überhaupt für den Winter. Nicht der Vitamin C, das ist super für Menschen, die Probleme mit dem Darm haben. Ja, das ist wirklich gut für die Darmflora. Also es hat wirklich nur positive Vorteile. Ich weiß gar nicht, macht ihr auch solche Sachen oder nicht? Würde mich echt mal interessieren. Dann schreibt es mir doch mal drunten in die Kommentare. Oder ja, was habt ihr denn eigentlich so für Vorräte? Wenn wir eh schon beim Thema sind, was habt ihr alles gekauft? Außer Nudeln, Reis, also diese trockenen Zutaten jetzt eher nicht. Mich interessiert jetzt eher so, weiß ich nicht, habt ihr Salami auf Vorrat, so Trockensalami oder sowas? Oder habt ihr auch eingekocht? Wie habt ihr das so gemacht? Und vor allen Dingen für welchen Zeitraum? Also für wie viele Tage, wie viele Wochen könntet ihr mit euren Vorräten überleben? Egal ob mit oder ohne Strom. Genau, das würde mich jetzt mal interessieren. Ich habe euch ja schon gesagt, dass ich ja nur noch diese Woche habe. Habe ich euch das schon gesagt? Oh, ich habe dann eine Woche Urlaub und eine Woche Seminar und dann nochmal eine Woche Urlaub. Sprich, wir werden die Vorräte also zusammen schaffen. Ich werde hoffentlich alles schaffen. Das ist meine Ausbeute an leckerem Vitamin C und gesunden Darmflora, Bakterien, was auch immer. Fragt mich nicht wirklich ganz genau, weiß ich es auch nicht. Ich weiß nur, dass es sehr gesund ist. Hier wollte ich euch das auch nochmal zeigen, wie ich das gemacht habe oder beziehungsweise wie wir es immer gemacht haben. Also es gibt ja so viele verschiedene Arten von Salz und Salz ist leider nicht gleich Salz. Ich habe jetzt hier ein ganz normales 0815 Salz, allerdings ist da ein Trennmittel drin, so eine Art Rieselhilfe, damit es also nicht verklumpt. Ich verwende das Himalaya Ursalz ganz gerne, das ist ein Steinsalz. Und da ist gar nichts, wieder irgendwas drinnen oder das hier, das ist allerdings mittelgrob. Ne? Dauert halt dann länger zum Auflösen. Ich habe in diesem Fall das Ursalz hergenommen und zwar auf einen Liter Wasser 20 Gramm Salz, sodass ich eine 2%ige Salzlösung erhalte. Und hierauf habe ich jetzt einfach aus dem Wasserkocher heißes Wasser drüber geschüttet, einen ganzen Liter. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Gelesen, man sollte kein Löffel hernehmen, also keinen Edelstahllöffel oder sowas, sondern eher mit Holz. Fragt mich nicht warum oder wieso, weshalb. Ich habe es trotzdem damit getan gehabt. Also ich habe jetzt noch kein, ich hoffe nicht, dass es jetzt daran scheitern soll. Also wäre mir jetzt nicht bekannt. Das Einzige, was ich halt weiß, dass halt das Salz natürlich angreift. Also wenn etwas
in dieser Salzlake drinnen steckt, dass das es angreift. Viele benutzten auch mal einfach normale Steine, die sie irgendwo auf dem Wegesrand gefunden haben. Ja, das ist hier gar nicht so einfach, so ein Video zu machen, mit so lang zu plappern. Auf alle Fälle, dieser Stein, der taugt überhaupt nichts als Beschwerung sozusagen. Bitte nicht nutzen, weil erstens löst sich der auf in dieser Salzlake und zweitens ist es dann auch nichts. Drückt es einfach ganz, ganz fest in die Gläser hinein und ich zeige euch das dann nachher gleich nochmal. Auf alle Fälle habe ich das dann hier ständig wiederholt, diesen Vorgang, bis alle Gläser voll waren. Und damit das eben alles drinnen bleibt, vor allen Dingen habe ich zwischendrin natürlich das Gläschen leer gemacht. Okay, ja, ich habe es tatsächlich mitgefilmt. Ja, das Glas ist leer, die anderen sind voll, ist doch super. Wenn ihr so Schaschlikstäbchen zu Hause habt, könnt ihr die super hernehmen, damit ihr die, das Gemüse rein fest drinnen stecken bleibt sozusagen. Oh Gott, meine Worte fehlen heute schon wieder. Auf alle Fälle habe ich da einfach Schaschlik-Spieße hergenommen. Die habe ich dann, genau, das meinte ich ja, also geteilt, damit alles eben unter Wasser bleibt. Das sind ganz normale Schaschlik-Spieße, die kann man per Hand abreißen sozusagen. Einfach dann da rein und fertig, aus ist die Maus. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch auch noch sagen möchte. Ich habe ja so Schraubverschlüsse, die ich jetzt einfach wieder verwende. Bitte nicht einfach drauf. Da ist dasselbe wie mit dem Löffel. Es ist Eisen und es wird es angreifen und dann wird es alles verschimmeln. Also einfach ein bisschen Folie drunter, Klarsichtfolie, keine Zellophan. Keine Alufolie bitte und nur leicht zu machen, also nicht ganz zu machen und jeden Tag ein bisschen Luft reinlassen und dann wieder zu machen. So, da hier ist das Paket, was ich bestellt hatte. Ich habe nämlich große Weggläser bestellt, ich glaube 1 Liter oder 1,4 Liter. Und meine Pfläumchen habe ich auch gekocht und das habe ich allerdings auch noch verkocht. Zerkocht oder überkocht, nennt es wie ihr wollt, es ist schwarz. Das sind meine Pflaumen, ich hatte dann gar keinen Bock mehr und deswegen sage ich jetzt schon mal ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao!